Ey, Leute! What's up? Ankara und willkommen zu einer neuen Trading-Methode. Und zwar geht es um die nächste Trading-Methode in meiner Serie. Ja, ich habe gedacht, ich berichte euch erstmal heute über das Team of the Season sozusagen, das gestern um 19 Uhr rausgekommen ist, wo schon ein paar ordentliche Spieler dabei sind. Hier mit Donovan zum Beispiel, der 90 Tempo hat. Oder eben auch mit Javi Martinez oder so. Und ja, deshalb werden sich halt viele denken, dass wir jetzt ganz viele Packs aufmachen müssen. Und das hat die Folgen, dass es einen Überfluss an Spielern auf dem Tauschmarkt geben wird. Und dadurch wird wahrscheinlich so am letzten Tag von dem Team of the Season, also es wird ja ungefähr so 7 Wochen gehen, es wird dann jede Woche wahrscheinlich ein neues Team of the Season rauskommen. Von der anderen Liga wahrscheinlich. Und ja, und dann werden halt die Preise extrem gesunken sein. Das heißt, wenn ihr jetzt wirklich teure Spieler haben wollt, wie ich sag jetzt mal Neymar oder ein Schweinsteiger oder was weiß ich, halt irgendwelche teuren Spieler, dann würde ich euch empfehlen, kauft sie euch am Ende vom Team of the Season, weil da werden die Preise am niedrigsten sein. Ja, und jetzt fange ich einfach mal mit der eigentlichen Trading-Methode an. Und zwar geht die so, ihr geht erstmal auf Tauschen, dann geht ihr auf Optionssuche. Und ja, die Trading-Methode heißt Massentrading. Und zwar geht die eigentlich so, ihr tradet mit Leuten, die zwischen 1.000 und 10.000 Coins wert sind. Und dann bietet ihr einfach auf ganz viele von denen. Das heißt, ich würde euch halt empfehlen, schon so ein bisschen angespart zu haben. Also ihr solltet schon so mindestens 25.000 Coins haben, um mit der Methode anzufangen. Und ja, ich kann es euch hier mal ganz kurz zeigen. Ich mache es jetzt mal mit, von PSG mache ich es mal mit Lukas. PSG. So, und dann guckt ihr erstmal, was der niedrigste Sofortkaufpreis ist. Das ist, glaube ich, bei Lukas gerade so bei 4.000 oder so. 4.000. So, jetzt muss ich noch ZOM reinmachen. Und ja, jetzt seht ihr hier 4.000, einer für 3.000, aber der wird bald weggehen. Der ist gerade in der 51. Minute. 3.800. Er ist so zwischen 3.500 und 4.000 Coins wert auf PC gerade. Und ja, das guckt ihr halt auf der jeweiligen Konsole immer nach, was der niedrigste Sofortkaufpreis ist. Und dann guckt ihr halt, dass ihr so 1.000 bis 1.500 Coins gewinnen macht. Das heißt, ich könnte jetzt, so bei 2.300 vielleicht mitbieten. Ich kann so der Mittelwert. Und dann würde ich einfach auf alle direkt 2.000 bieten oder 2.300, je nachdem wie viel ihr halt bieten wollt, direkt. Und dann muss ich mich auch gar nicht mehr drum kümmern, dann biete ich einfach auf alle drauf. Und ja, dann werden halt ein paar durchkommen und ein paar nicht. Und dann muss man sich auch gar nicht mehr drum kümmern. Und auf der PS3 habt ihr dann eben noch viel mehr Karten, auf die ihr bieten könnt. Und ja, das könnt ihr halt mit allen möglichen Karten machen, die so in dem Preisbudget liegen. So, und jetzt zeige ich euch mal, mit welchen Spielern ich das schon gemacht habe. Ich habe gestern mit der Methode sogar um die 20.000 Coins gemacht. Ich habe es hier mit dem Gündogan gemacht, 3.500 Coins gekauft und für 5.000 verkauft. Mit Puyol für 2.000 gekauft, für 3.900 verkauft. Piszczek für 10.000 gekauft, für 15.750 verkauft. Das heißt, wenn ihr ein bisschen mehr Geld habt, könnt ihr eben auch mit Leuten traden, die dann mehr als 10.000 Coins wert sind. Aber halt wirklich nur, wenn ihr mehr Coins habt und dann halt trotzdem in Massen auf die bieten könnt. Dann Lukas habe ich eben, ja, habe ich es euch eben ja schon gezeigt, habe ich für 2.500 oder so bekommen, für 3.800 verkauft. Tevez habe ich aus dem Pack rausbekommen. Cavani habe ich für 2.000 gekauft, für 4.000 verkauft. Gomez für 4.000 gekauft, für 5.500 verkauft. Alaba für 3.000 oder so gekauft und für 5.200 verkauft. Ramirez für 3.500 gekauft. Piszczek für 10.000 gekauft ungefähr. Und ja, ich habe hier noch ein paar Gündogans. Ja, und dann solltet ihr halt immer noch ein bisschen auf die Formation achten, weil wenn ihr jetzt Spieler habt, die eine 4-1-2-1-2 Formation habt, die sind halt mehr wert, als wenn ihr jetzt irgendwelche Spieler habt, die eine Dreier-Formation wie 3-4-1-2 oder so haben. Die sind dann halt vielleicht oft auch viel mehr wert und dann solltet ihr einfach auf dem Tauschmarkt nochmal gucken, wie viel der Spieler für die einzelne Formation nochmal wert ist. Und ja, so einfach ist die Trading-Methode eigentlich schon. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr wöchentlich am Donnerstag normalerweise neue Trading-Videos sehen wollt von mir, dann abonniert mich und damit melde ich mich ab. Ciao, euer Kalber.